Hallo und herzlich willkommen, ich bin MechaMaga und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal. Jetzt gibt's Fortnite Season 6. Wir gucken uns erstmal an, was alles sich so getan hat. Ich denke mal, ihr habt schon einiges gesehen, bei mir kam ja etwas spät, aber naja, was soll's, es ist mir egal. Gucken wir rein. Hier seht ihr jetzt die Burg. Mein persönliches Highlight eigentlich, weil ich finde die Burg eigentlich recht nice. Da ist auch gut zu looten, wenn alle Kisten da sind. Aber momentan ein mächtiger Hotspot. Also Anfang der Season. Das Video kommt jetzt eine Woche später. Oder anderthalb. Auf jeden Fall war es immer richtig Action. Ihr seht, das ist bei Haunted Hills. Und ja, guckt euch den Anblick an. Ich finde die Burg recht schön. Ja. Hier seht ihr die alte Raketenstation, die ihr vielleicht noch von der Season 4 kennt. Es sieht hier so aus, als hätte zum Beispiel Spider-Man eine kleine Gangbang-Party veranstaltet. Die Kisten hängen hier an den Wänden, rangewichst auf gut Deutsch hier, rangespinnt. Ja, es ist alles verwüstet, wie ihr seht. Da ist einiges passiert. Wer weiß, wer das war? Spider-Man auf jeden Fall nicht. ja, es ist auf jeden Fall einiges passiert hier auf der Raketenstation. Naja, sehen wir weiter, was noch passiert. Hier seht ihr ein Haus, was so ähnlich ist wie von Lonely Lodge, aber das ist im Wollingwurzen. Davon gibt es noch drei weitere Häuser, jeweils verschiedene Größen. Hier seht ihr das ehemalige Labyrinth. Es ist kein Labyrinth mehr. Es ist jetzt so eine Art kleine Sicherheitsstation. Mensch, dieser scheiß perfekte Baum. Ja, gucken wir mal im Inneren nach. Denn ihr könnt euch sicherlich an den mysteriösen Tunnel erinnern, der immer noch vorhanden ist. Guckt euch mal an. Hier ein Portal, was sicherlich absolviert wird oder sonst irgendwas. Es wird damit irgendwas gemacht. Das könnt ihr auch nutzen. Und ja, es ist halt alles unterirdisch. Und ich denke mal, das wird sich im Laufe der Season vielleicht noch ausbauen und ausbreiten. Ihr seht hier die Gänge, die noch alle abgesperrt sind. Und jedes Haus, von dem einen Haus, was ich vorhin gezeigt habe, hat auch einen geheimen Eingang zum Tunnel, also zu so einem Tunnelsystem. Hier seht ihr diese Runen. So sieht das jetzt an jeder Stelle aus, wo der Würfel war und seine Runenplätze gemacht hat. Da sind jetzt immer bis zu drei Kisten. Normalerweise sind da auch so eine Würfel, die ihr einnehmen könnt, dann werdet ihr zu Geist. Der Schattensteine nennen sie sich, aber jetzt, wo ich das aufgenommen habe, waren die momentan deaktiviert, weil da was nicht stimmte. Ja. Hier seht ihr die Insel von Loot Lake. Ihr habt sicherlich einen Trailer gesehen, was damit passiert ist. So sieht es halt alles jetzt aus. Ist momentan auch ein richtig heftiger Hotspot. Da gehen viele hin. Ja. Ich finde das eigentlich recht krass, weil durch den Sog, der jetzt drumherum ist, den ihr gleich seht, wird man einfach hochgeschleudert. Voll krass. Und das erinnert mich irgendwie an Avatar, diese schwebende Insel. Und ihr seht da auch schon den Würfel. Er ist nicht geschmolzen oder sonst irgendwas, was für Verschwörungstheorien und sonst was waren. Er hat sich einfach unter dieser Insel durchgefressen, sozusagen, und hat sie einfach angehoben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick von den Veränderungen zeigen. Da ist ein Loch. Wenn ihr da reingeht, dann schwebt ihr einfach nach oben. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die zwei ersten Runden quasi, die ich jetzt als Aufnahme gestartet habe. War eigentlich recht witzig und jetzt scheiß drauf, ihr habt's gesehen. Let's fucking go. Ich hab nochmal Boost bekommen, Junge, ihr kleinen Striche. Alter.
Hat er meinen Kill geklaut, die Sau. Eine Ficke. Was ist dein Problem, hä? Oldschool ist ja eigentlich schon ganz geil. Och klar, Mann, es musste noch einer kommen. Fotze! Naja, dance mal. Aber ich starte gleich in der nächsten Runde. Ist hier keiner mitgekommen? Kleine Striche.
weil ich die Skyeisen gerade noch gefunden habe. Was du das auch, der hier so rumgesprengt hat? Hm? Was, du dead? Erstmal alles einsammeln. Ganze Muni. Alles wichtig. Und weiter geht's. Die halben Eingang weggesprengt, Junge. Was stimmt denn mit ihm nicht? Was sehen meine trüben Augen? Ich muss erstmal das Lama streicheln. Ganz ruhig, Boy. Ruhig, braune, bunte. Scheiß Lama. Alles meins. Meins, meins. Impulsgranaten, also die Shotgun-Granaten, ja, okay, mitgenommen, aber. Weiß nicht. Bleib erstmal bei Hostis. Wie so ein Spezialist, der die Munitionskisten nicht durchsucht. Kollege. Aber Hauptsache hier alles wegsprengen. Spinnt doch. Ah, scheiße, hab ich's jetzt. Ein schön Grabble. Ist auch ganz nice. Ganz nice, Scheiß. War da oben auch keine? Hund, ist doch gut. Was ist denn hier los? Mensch! Kollege! Nein! Das war einzigartig knapp. Was anderes kann ich dazu nicht sagen.
Wow! Leck mich fett! Kleiner Spast! Meine Güte. Ich fühle mich hier nicht so sicher. Meine Güte. Ey, wieso geht das momentan nicht? Ich kann an manchen Stellen manchmal die Falle gar nicht platzieren. Da geht's. Das ist ja merkwürdig. Kann mal einer verstehen, ey. Jetzt geht's auch wieder. Hello? Can you hear me? Hear me? Hear me. Sicher. Ich hab eine Einladung von bekommen, habt ihr sicherlich mitgekriegt? Das ist der Nossi, vielleicht ist nachher eine Runde mit Nossi noch drin. Was denkst du da? Hast schön unter der Laterne gedanced. Komm her. Kleine Bitch. Bam! Boah, leck mich fett, ey. Sie hat mich ja voll erwischt. Ja, noch sie. Ach, jetzt kommt die Einladung erst auf der App raus. Die hat mich mehr als
doll erwischt. Ist hier nirgendwo Heal-Stuff? Heal-Stuff ist überall draußen, glaube ich. Ganze Shit. Aha. Das geht ja gar nicht, Junge. Harte Schüsse haben sie drauf. Harte Schüsse. Mann, ich bin der schlechteste Sniper ever, Junge. Och, leck mich, ja. Auch noch die Zone. Jetzt muss ich auch noch kommen. Oh, der hat gleich sofort Stress bekommen. Nein! Leck mich! Sechster Platz. Naja, zwei Runden zum Eingewöhnen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Waren schöne Shots dazwischen. 10 Kills, glaube ich, insgesamt. Vorne hatte ich auch 5 Kills. Ah, reingekloppt.